Hallo, Servus, ich bin Albert von Ton und Taxis und ich erkläre euch, was Wheelspin bedeutet. Wheelspin ist in Kürze, wenn die Reifen durchdrehen. Das heißt, wenn der Reifen beim Beschleunigen Traktion verliert, auch Slip genannt. Und in verschiedenen Situationen ist es gewollt. Meistens ist es ungewollt, weil man dadurch Traktion verliert. Aber unter bestimmten Bedingungen ist der Wheelspin durchaus gewollt. Einerseits, um den Reifen auf der Oberfläche schnell aufzuwärmen, manchmal um Dreck oder Pickup loszuwerden. Und sieht immer spektakulär aus, die Reifen rauchen, beschädigt aber auch die Reifenoberfläche leicht. Das heißt, im Idealfall ist der Wheelspin zu vermeiden bei einem neuen Reifen. Und ja, im Renngeschehen selber, auf einer schnellen Runde, möchte man so wenig Wheelspin wie möglich haben. Man möchte so viel wie möglich von der Traktion umsetzen. Und deswegen ist der Wheelspin nicht immer ein willkommener Freund.